Ist es nicht wunderbar, dass es Buchstaben gibt, die zusammen Worte ergeben und die Worte wiederum Sätze und die Sätze ganze Geschichten? Ist es nicht wundervoll, dass hinter jedem Buchrücken eine Geschichte auf euch wartet und dass jeder, der die Geschichte liest, seine ganz eigenen Bilder im Kopf hat? Lesen macht klug, Lesen fördert die Fantasie, aber vor allem kann Lesen so viel Spaß machen. Wer lesen kann, kann Abenteuer erleben, in andere Welten eintauchen, er kann zum Helden seiner Geschichten werden. Aber Lesen lernen ist gar nicht so einfach und am Anfang ganz schön anstrengend. Da hilft nur üben, üben und nochmal üben. Um ein guter Vorleser zu werden, muss man ein paar wichtige Dinge beachten. Deutlich lesen. An den richtigen Stellen betonen. Mal leise, mal laut, mal schnell, mal langsam. Wörtliche Reden mit passenden, unterschiedlichen Stimmen lesen. Wenn es unheimlich wird, auch unheimlich lesen. Und ganz wichtig, atmen nicht vergessen. Viel Spaß beim Lesen.